So, liebe Urbex-Freunde, wir sind jetzt hier an der alten Schule. Ja, das ist das zweite Video jetzt dieses Jahr. Wir waren ja erst im FDGB-Heim im Winterland. Und jetzt sind wir gar nicht so weit weg von dort an einer alten Schule. Hier waren wir auch schon mal, gibt auch ein Video. Der verlassene Schulkomplex, das ist richtig. Ja. Und ja, jetzt sind wir hier eine ganze Gruppe und jetzt würde ich sagen, dann lass uns mal von innen oder überhaupt erstmal einen Zugang suchen. Ja? Denkt dran, wenn ihr die Schule kennt und sowas, postet bitte nicht, wo sie ist. Aber ist schon zerstört genug, es braucht kein Mensch. Ne? Wünschen wir euch viel Spaß. So, liebe Freunde, jetzt gehen wir in die Schule rein und gucken mal. Ach du liebe Zeit, hier hat sich einiges verändert. Viel randaliert worden. Und wir sind hier nicht übrigens in Syrien oder sowas oder in Aleppo. Wir sind hier in Deutschland und meine Güte, hier haben Idioten wirklich alles kaputt gemacht. Ja, das muss mal so eine Art, vielleicht war das mal ein Physikraum oder ein Chemieraum. Guck mal, da unten liegen noch die ganzen Enzyme, also muss das mal ein Chemieraum gewesen sein. Hier liegen noch die ganzen Unterlagen, ne? Gucken wir mal hier zum Beispiel Schnelldiagnostika Enzyme auf Teststreifen. Das liegt hier alles noch rum, ja. Und ja, man sieht auch, das Gebäude ist schon ziemlich mitgenommen, ja, das ist klar. Hier auch. Hier hat man versucht schon anzuzünden und es ist scheinbar mit dem Feuerlöscher wieder zu löschen. Oh, hier liegen auch noch ein paar Akten rum, Naturlehre. Und was steht da noch? Chemische Industrie, also es ist ein Chemieraum, das sei jetzt festgestellt. So, hier liegen auch noch so ein paar Sachen rum. Eine DNA zum Beispiel. Hier liegt sogar noch Geld rum, haben wir 11 Cent gefunden. Also es lohnt sich immer in Lost Places zu gehen, manchmal findet man auch Geld. So, wo ist denn hier oben und unten? Also ich würde sagen so rum, meine Freunde. Ah, ja. Tut mir leid, das ist eine unruhige Hand, weil hier ist es kalt, es ist kalt, es ist kalt. Okay. Oh je, oh je, oh je. Schön ist diese Abstufung hier. Da hat man hier alles gepennt hier hinten, während der Lehrer vorne was erzählt hat. Ja, man sieht auch wirklich hier den Verfall von dem Gebäude. Da oben ist noch ein Bewegungsmelder, der allerdings hoffentlich ausgeschaltet ist. Aber das vermute ich doch mal, dass hier kein Strom mehr ist. Ist, bitch, steht auf der Tür. Durch die Tür werden wir jetzt mal gehen. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Guck mal, hier liegt noch eine Diskette. Und zwar von einem Drucker HP DeskCheck 880C Serie. Okay, das ist eine 3,5 Zoll Diskette. Okay, wir gehen in den nächsten Raum und schauen. Ach du lieber Himmel, hier hat sich auch einiges verändert. Einiges verändert. Guck mal hier, die Idioten haben hier den Monitor. Das ist ein Computermonitor, 19 Zoll oder? Ja, könnte 19 Zoll sein. Und haben hier durch die Gegend geschmissen, ja. Hier, als wir das letzte Mal hier waren, kann man gerne mal im anderen Video gucken, da war eigentlich das hier alles noch gut in Schuss gewesen. Ja, hier liegen auch noch CD-ROMs, liegen hier noch. Ja, DVD-Labeler oder Labeler. Nicht, dass hier einer lacht, wenn ich schlechtes Englisch spreche. Ja, HP-Drucker, Disketten, CDs und so weiter. Ja, der PC-Monitor, eine Schemsche, falls regnet. So. So, dieser Raum hier, der war das letzte Mal auch noch gut in Schuss. Spülmaschine war noch ganz gewesen. Auch hier ist alles kaputt, alles zerschlagen worden. Ja, schade ist, dass Vandalen nicht so erwischt werden. Urbexer werden eher mal erwischt, aber Vandalen leider nicht so. So, was haben wir denn da? Grundzüge der Chemie. Ja, das ist halt, das scheint doch hier der Chemietrakt zu sein. Und, okay, kleiner Rundumblick nochmal. So, auch dieser Raum könnte so eine Art Vorbereitungsraum für Lehrer gewesen sein, ja. Hier liegen noch History, PM History Hefte, ja. Von wann sind denn die? Die sind von, lass uns mal gucken, wo steht denn das? Also, Januar 2005. Januar 2005 sind diese History Hefte. Und ja, in diesem Raum war wohl lauter Material mit Chemie. Hier, schaut mal hier zum Beispiel hier so irgendwelche Blättchen. Soweit ich weiß, können die Farbe verändern. Diese Blättchen sind auch noch da, ja. Die legen wir auch wieder dahin.
Nicht, dass einer denkt, wir machen irgendwas kaputt oder verändern was. Nein, natürlich nicht. Hier liegen sogar noch Stifte. Sind das Stifte? Nee, irgendwelche Holzdinger sind das. Okay, keine Stifte. Bügeleisen, Telefon, alles noch da. Auch dieser Raum, dieser Klassenraum hat sich sehr verändert. Auch hier ist randaliert worden. Ich glaube, das zieht sich hier durchs ganze Gebäude durch. Ja, vergleicht mal in dem anderen Video, der verlassene Schulkomplex Teil 2. Da ist dieser Komplex zu sehen. Da war der Zustand zwar auch schon relativ heftig, aber nicht so heftig wie jetzt. Ja, so ist es, wenn Idioten hier reingehen. So, was haben wir denn hier noch? So, da gehen wir jetzt mal ein Stockwerk tiefer. Da waren auch noch Chemieräume und sowas. Das Klirren, was man im Hintergrund hört, ist, sind unsere Urbexo-Kollegen, Urbexologen. Ja, und auch die machen hier Fotos, auch keine, alles nette Leute. Und ja, auch dieser Raum sieht aus wie Sau. Ja. Die hat man sogar geschafft. Da müsste ich gerne mal wissen, wie viel kriminelle Energie man braucht, um so eine vielleicht 200 Kilo schwere Schultafel aus der Verankerung zu reißen. Ja, wie viel Energie da nötig ist, um sowas kaputt zu machen. Auch hier liegt ein Stein, der ist wahrscheinlich von draußen irgendwo reingeflogen. Ja. Der richtige Weg in den Beruf, ja. Hier ist nichts drin. Die alten Tische, wo wir vielleicht selbst als Kind schon dran gesessen haben, an solchen Tischen stehen auch noch da. Ja, alles zusammen. Muss das eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Dann gehen wir mal raus aus dem Klassenraum, wieder in den Mittelgang. Vorbei an den Urbex-Kollegen. Und hier ein Klassenraum, der... Ja, ein Klassenraum halt. Okay. Decke von alleine runtergebracht. Ach, dieser Raum. Hier scheint wohl die Decke runtergekommen zu sein. Also hier, das gebe ich jetzt dem Vandalen mal nicht die Schuld. Wasser, das hing das letzte Mal auch so. Da muss ich echt mal gucken. Der Wasserraum hier. So, und jetzt versuchen wir mal, das war jetzt das Hauptgebäude B oder wie das heißt, ist auch egal. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier ins zweite Gebäude kommen. Das ist auch richtig interessant, da ist alles noch da, Chemieraum, und es wirkt von außen kleiner, als es von innen wirklich ist. Innen meint man, es wäre riesengroß, und da gucken wir jetzt, ob wir da reinkommen. Und guck mal ein bisschen schnell, dass wir nicht erwischt werden. Das sind immer so Sachen, Anwohner hier. Anwohner sind dann immer Polizei und da haben wir keinen Bock drauf. Deswegen einmal einen Gang schneller und gucken, ob wir hier reinkommen. Irgendwie vielleicht von außen oder was weiß denn ich. Gucken wir mal, gell? Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Wünschen wir viel Spaß. Also wenn ich das hier so sehe, liebe Urbex-Freunde, haben wir hier eine Scheibe, die noch ganz ist. Hat mal eine. Toll. Ja, liebe Urbexologen, wir haben keinen Eingang gefunden in dieses Gebäude. Allerdings gibt es noch Möglichkeiten. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Wenn wir hinten rumlaufen, vielleicht findet man da noch was, gell? Also wir scheuen keine Kosten, Mühe und vor allem Mühe, um da reinzukommen. Legal reinzukommen. Was heißt legal nicht, aber ohne irgendwas kaputt zu machen. Wir gucken mal, ob wir da reinkommen. Wir gehen mal außen rum, gell? Okay, bis gleich. Oh. Also. Gehen wir mal raus. Also der Urbex-Kollege sagt gerade, wir sind gesehen worden. Bedeutet Fersengeld, nee, so schlimm nicht. Aber wir sollten uns erstmal verpissen. Und wir gucken mal, ob wir da jetzt noch reinkommen oder nicht. Aber ich denke schon. Gibt ja noch das andere Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite. Aber hier wäre halt cool, wenn man hier noch reinkommen würde. Wäre nicht schlecht. Silence, I kill you! Steht da auf dem Dings.